Hi! Grüßt euch, alle miteinander. Grüß Gott! Miteinander. Ich hab hier den Teufel bei mir sitzen. Grüß Gott! Was, bist du der Teufel? Okay, wir hatten dieses ganze LP, zumindest die ersten 10 Minuten eigentlich schon mal gemacht, aber dann ist mein, das Spiel irgendwie abgeschmiert. Und, nicht ein Werk des Teufels. Ja, und dann ist auch noch das Save-Game dabei draufgegangen, das Quick-Save. Das heißt, es ist eine Lehre, mal öfters normale Saves zu verwenden. Aber für euch macht's keinen Unterschied, es geht dort weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und zwar hier. Wow. So. Das hier. Genau, warum es jetzt auch so lange nicht weiterging, war Skyrim. Das haben wir das letzte Mal eigentlich schon gesagt. Ich habe jetzt, glaube ich, knapp 25 Stunden effektiv drauf. Ich werde jetzt aber die nächsten Tage erst einmal hier... Ah, Quicksave geht, okay. Dings anfangen. Hier Undying. Zombie. Und dann selbstverständlich... auch wieder Crusader endlich mal. Stimmt, da hast du ja eine Message bekommen, ne? Ja. Wir sind so süß. Ich kann es immer wieder sagen. Da liegt ein Health Pack, das weiß ich. Ich kann schon mal vorgreifen, was jetzt dann später gleich in einem Buch steht, das ich finden werde. Und zwar... Dann sparen wir das Lesen. Ja, gibt's eine komische magische Sense und ist irgendwo im Kloster, ja? Aber in der Vergangenheit. Und es gibt ein Portal, wo man in dieses Kloster in die Vergangenheit zurückspringen kann. Und da muss ich dann diese Sense holen. Und... Mit GLaDOS. Mit GLaDOS? Nein. Und um das Portal zu öffnen, brauche ich 3 Sachen. Einmal ein Amulett. Ich gleich wieder das. Ein Amulett. Und noch 2 andere Sachen, die mir noch nicht mehr gesagt werden. Muss ich das noch finden? Das hier sind Banditen. So, tot. Haha. Okay. Hier ist der Turm, da ist 1 von diesen Amuletten drinnen. Aber da komme ich noch nicht rein. Müssen wir einen Schlüssel suchen. Der ist da hinten. Ich speichere jetzt auch mal wieder normal. Ich will echt keine Risiken eingehen, dass das Safe Game wieder drauf geht. Das wäre ziemlich, ziemlich scheiße. Ja, und wir haben einen Abonnenten aus den USA. Ja? Total krass. Und das ist das Buch, von dem ich euch schon alles erzählt habe. Na, kommen die runter? Kommen die nicht runter? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ach, mir egal. Weiter geht's zum Banditenlager. Schon schauen, dass keine Gegner da sind. So. Ich rede jetzt irgendwas Unverständliches. Etwas, was man eigentlich auch gar nicht hört. Die Shotgun, was der hält, die bekomme ich dann gleich. Shotgun. Ah, der Domi kommt wieder. Man hört dich nicht, Domi. Sorry, ich habe ein Telefon nach. Ich habe gar nicht gemerkt, dass du weg bist. Ihr liebt mich nicht. Esel! Greif an! Magic Donkey! Daniel? Ja? Ist das im Krieg auch so, dass man immer hüpft und schießt gleichzeitig? Das ist der offizielle Begrüßungs... Macht das die deutsche Bundeswehr auch? Nein, aber es hat die Reichswehr damals gemacht. Der Reichswehr! Der Reichswehr? Die! Die? Der? Ich nix das? Grammatik. Aha. So, wir haben jetzt einen Schlüssel bekommen, da kommen wir jetzt endlich zurück zum Turm. Oh ja. Also das kommen die noch, die habe ich ganz vergessen. Du kannst vor dem Turm mal einen normalen Safe machen. Ja. Ich habe noch mal 2 Türme eigentlich, oder? Ah ja. Ah oh, nee, jetzt habe ich Munition verschossen.
Frau. Ja, hallo? Das Spiel ist doch alt. Wann kriegst du deine Shotgun? Wenn ich in diesen, in dieser Ruine hinter mir drin bin, von diesem komischen arabischen... Was hast du jetzt eigentlich für einen Shisha-Tabak drin? Das ist Raspberry. Yum, yum. Ich habe das Gefühl, ich habe weniger Munition als das letzte Mal. Hopp. Was? Ich habe volle Munition? Du hast eindeutig weniger Munition. Ich hätte schwören können, ich habe weniger Munition als diesmal. Egal. Und Arbeit war halt so stressig, aber ich habe es noch alles geschafft. Zu dem Zeitpunkt, wo ich es schaffen musste. Und ich habe morgen wieder. Da lebt Princess Peach. Genau, die lässt dann ihr Haar... Princess Peach lässt ihr Haar... Ja, die lässt ihr Haar herunter, ja. Ihr Pilzhaar. Mein Skill aufsteigt wie bei Skyrim. Meint es Destruction Skill. Ranged Weapons. So, und das ist das Amulett, dieses eine, was ich finden muss. Das ist halt so ein Part von dem. Chest Key, okay. Genau, eins von diesen Medaillons oder Artefakten, ich brauche, um in die Vergangenheit zu reisen. Mit einem DeLorean? Wie viel Gigawatt waren das? Oh, das weiß ich nicht mehr. 1.1 irgendwas? Das weiß ich nicht mehr. Gigawatt. Oi. Ah ja, ich hab noch nicht. Hab ich das letzte Mal auch über. Aber du meistest das ja ganz gut. Ja, es ist weitläufiger. Ich glaube, das haben wir auch an der Stelle das gemacht. Und deswegen ist es ein bisschen einfacher, hier die Gegner alle loszuwerden. Blutstapfer. Ich glaube, das letzte Spiel vor dem... Nee, vor dem war es mit Spooking und sowas möglich, aber es war das letzte Spiel, wo es noch Blutstapfer gab, so richtig. Obwohl eigentlich, glaube ich, waren das richtig viele Spiele. Es gab, glaube ich, bis heute noch... Keine Ahnung, die ganzen Shooter, glaube ich, machen das immer noch, bloß man Pokémon Schwarz. Merkt es nicht so schön. Ja, bei Pokémon auch. Blutstapfer, voll ist brutal. Schock! Ey, ich bin beim letzten Mal hier schon erschrocken. Der nimmt den Esel schon mal her. Aber er packt ihn von der falschen Seite. Deswegen ist der Esel jetzt auch gerade umgefallen. Genau, da drin, wenn ich bin... Da ist das Spiel abgekackt. Da oben, wenn ich von da darüber springe, ist das Spiel abgekackt. Das war ziemlich, ziemlich shitty. So, ich weiß, dass da oben ein Gegner ist. Aber zuerst... Da war nichts mehr. Wow, das war mal gut. So, der hat nichts zu looten. Ich will ständig schleichen und looten und keine Ahnung. So, hier nochmal ein echter Safe. Weil hier bei dem Sprung ist es das letzte Mal abgeschmiert und dann war das Safe-Game kaputt. Kaputt. Schweinhund. So, und da wird's scheiße, weil da muss ich im Nahkampf mit dem kämpfen und der hat, wie gesagt, eine Shotgun. Okay, aber erstmal kommt die hier. Er ist schüchtern. Ich mag dieses Geknatsche nicht. Das mochte ich in der Nisha nicht. So. Ich glaube, ich habe außerdem der 5 gedrückt und dann ist es abgeschmiert das letzte Mal. Aber ich weiß nicht, was die 5 ist. Was die 2 ist. Der läuft sehr lustig. Nein, nein.
Ja, sag mal. Ja. Alter Schwede. Kann ich dich beide verwenden, oder? Der hat dich jetzt ziemlich geraped, ey. Ich hab mein letztes Herz, ist das? Oh ja, der Schwierigkeitsgrad ist ziemlich, ziemlich... Aua. Double Barrel Shotgun auf Potent Force. It appears I may choose between firing of Intuition. Wie mach ich denn das nochmal? Ich glaube, ich kann mit... Da, schau, geht bestimmt schon. Ja. Shotgun ist so geil. Jedem Spiel. Nahkampf for the win. Ja, man muss nur treffen. Ganz klar, ja. Uiuiui. Es tut mir so leid, aber ich kann mir jetzt echt nicht erlauben, so viel Health zu verlieren. Ja, jetzt kriegt wieder das Ruckeln an. Das muss von kurzweiliger Dauer, glaube ich. Ja, ich glaube, mit Double Barrel laufe ich am besten noch, wenn ich dann am besten... Am besten Munition verschießen. Kracht bestimmt gleich irgendwas rein hier. Ist da noch irgendwas? Voll die Akrobatik. Ja! Shotgun Shells. Jingle Bells, Shotgun Shells, na 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 na. Shotgun oh, all the way. How fun it is to shoot in a double barreled. With a double barreled. Not in a double barreled. In a double barreled. In eine Shotgun schießen. So. Einladend. So. Trapdoor Key. What? Gnarr. Gnarr. Shave. So. Lord Shave the Kuh. Ja. Und zwar auch zwischen den Achseln. Achseln. Ja. Ich glaube, ich nehme lieber mal. Tschüpp. Für den Fernkampf. So, ich muss jetzt auch erstmal mich durch die Ruinen kämpfen von der Monastery. Ich komme dann irgendwann. Komm ich schon in die Vergangenheit, keine Sorge, dann krieg ich die super coole Scythe-Sense. Ah, wer so, sind die? Macht mich so scharf. So ein Rohr wächst in der Hose. Ich weiß gerade nicht mehr, was hier noch alles auf mich wartet. Mit fiesen Gegnern und Gestalten. Ist das die Trapdoor? Schaut nicht aus wie eine Falltür. Nicht wirklich, ne? Nee. Aber da liegt was. Da liegt was. Silver Bullet. Jammed. Jammed. Hochgesprungen. Ja, 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 ja. Ich kill euch doch eh alle. Kommt halt her, ihr Scheiß. Impotenten Kleine. Ja, sag mal. Alter. Nett. Ja gut, das lasse ich. Ich meine, ich muss das ja ohnehin dann irgendwann machen. 60 Health, das geht schon noch. Das ist noch über die Hälfte. Ich muss halt ein bisschen Skill beweisen jetzt. Trapdoor, die ist doch sicherlich auch hier irgendwo hinten bei den Banditen gewesen. Oder ist die hier? Kommt es hier eine Trapdoor ist, oder? Sieht nicht sehr Trapdoor-like aus.